So, und damit herzlich willkommen zu Epic Battle Fantasy 2. Ja, ihr hört noch gar keinen Sound. Ja, ihr seht ein bisschen komisches Bild. By the way. So. Oh, bist du laut, Baby. Mal ganz kurz. Das seht ihr jetzt gerade alles, aber... So. Ja, Epic Battle Fantasy 2 ist ein Flash-Game auf einer Seite, je nachdem. Wenn du willst, kannst du auf einer Seite spielen, sonst musst du es auf keiner Seite spielen, und zwar trotzdem auf einer Seite. Ja, gut. Ja. Dieses Spiel ist ein bisschen was anderes wie die Teile danach. Und es ist laut. Immer noch. Ich reguliere das noch ein bisschen runter. Und New Game. Es ist ein bisschen was anderes. So ist it difficult. Normal bitte. Ein bisschen was. Und ihr seht halt. Mal ganz kurz hier. Wow. Scroll halt runter. So. Ich muss das halt auf der Seite spielen und guck mal, wer da ist. Hallihallöchen, den kennen wir doch. So. Und das Spiel ist jetzt so. Habe ich eine Option? Ja. Es ist jetzt so, dass wir gar nicht mehr selber laufen. Und zwar sind wir jetzt einfach nur wirklich wir. Und wir haben, also wir müssen einfach nur kämpfen. Das ist ein ganz zeiten Kampf. Moment. Wir können auch was summonen. Slime Bunny, Ion und sonstiges. Und. Also wir müssen selber jetzt überlegen, wie wir das machen. Und wir können hier auch scannen. Also so ist es nicht. Wir können hier scannen. Es ist die gleiche Animation. Also das hat er übernommen. Nur sieht es... Und das finde ich sogar noch besser... als das als im dritten Teil. Aber wie gesagt, wir haben hier jetzt keinen großen Kampf. Wir haben Max-Stats, die es gibt. Also normal Max-Stats. Und wir müssen halt wirklich jetzt Sword. Wir können hier das Schwert ändern. Wir haben momentan Heaven Scale drin. Und ihr kennt, welches Schwert ich jetzt nehmen werde. Und zwar das Bloodblade. Es ist immer das Bloodblade. Ist egal, was ist. Wir können hier keinen anderen Stab. Wir haben hier Item. Und. Aber wir haben keinen. Wir können keinen Stab ändern. Oh, ich nehme doch mal nicht die Qualität. Das Problem ist halt der Flash Player. Das ist halt. Das ist das große Problem mit dem Flash. Pulsar. Das nimmt zum Beispiel auf alle. Das heißt, du brauchst gar nicht mehr anwählen. Das Ding geht automatisch. So, wir gehen jetzt weiter. Also, wir haben jetzt den nächsten Kampf. Und wir gehen jetzt permanent die ganzen Kämpfe durch. Also, wir machen den. Die ganze Zeit nichts anderes. Sie gehen in einem Kampf durch. Und das war ein Glacier, das war dämlich. Und da seht ihr auch so ein bisschen. Ja. So ein paar Animationen, die ihr halt im dritten halt hat. Und auch im vierten. Und natürlich können wir dran rumspielen. Kevin with Fire and AIDS. Ja. Gut. Genauso wie wir bekommen Mana, wenn wir blocken. Das seht ihr gleich mal. Das kann ich gleich mal demonstrieren in dem nächsten Kampf. In der nächsten Runde, beziehungsweise ich muss mich sowieso einmal ein. Got a Max Potion. Wir kriegen ab und an mal Items. Also wir kriegen Items nach. Wir sind beide. Windslash. Und ich muss sowieso jetzt mal sie eben healen. Wir haben hier Healmore, Flare, Revive, Judgment und. Also wir haben so ein paar Sachen sind schöner, die ich jetzt heute schöner finde. Damals war es halt normal. Und ein paar Sachen, die halt schon die ganze Zeit geblieben sind. Und ich habe ja gerade erst kurz vor wenigen Stunden den dritten Teil durchgespielt wieder. Und ja, darum ist für mich. Ich klicke jetzt hier schon wieder rum, man hört wieder das Klicken. Ich finde das so geil. Power 20 bis Dings.
Gotta potion. Let's try and blind this one. Gut. So, wir haben hier also ein paar Sachen, die wir halt, so ein paar Sachen, so Anarchy, oder halt, warte, Special, nee, Bushido, ist most effective with Swift Brand, sprich, wenn ich jetzt das Schwert wechsle zu Swift Brand, Boost Wind Slash, könnt ihr das Rune Blade nehmen, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Swift Blade, das kennt ihr, oder kennt man nicht, je nachdem, Toxic, das Ding wird, Gift, schön freuen. Und hier gibt es, weiß ich gar nicht, ob es das schon hier gibt. Und zwar Windslash. Ja, ihr seht, das ist ein bisschen stärker, aber das. Also, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und das ist eigentlich, wir kämpfen uns jetzt hier nur durch. Die ganze Zeit. Und das ist so der, so ist der erste Teil auch. So. Gut. Mal wieder das Schwert wechseln zu. Ein bisschen Mana nebenbei immer holen. Ja, und es ist halt ein Flash-Game, das sieht man, das merkt man auch bei mir. Hast du eigentlich jetzt. Ja, es gibt. Genau, es gibt keinen erhöhten Zustand von Dings. Das heißt, wir haben immer nur einmal Gift oder gar kein Gift. 1, also binär 1 oder 0. Keine Erhöhung. So, wir haben unseren Special voll, den behalten wir uns aber natürlich. Ne, man kennt's ja. Und Fireball, das sollte Fireball heißt. Reicht, das reicht. Fireball ist hart. So, GG, got a Ether. Und ich versuche so wenig Items wie möglich zu verwenden. Und wir haben jetzt hier Stats. Wir können uns ein bisschen skillen. Und zwar haben wir hier ein paar Dinge, die wir machen können. Und zwar. Ja, so. Wir können zum Beispiel einen Hurricane nehmen, Boost Wind Slash bei 30% und plus 10. Muss ich mal eben kurz wegdrücken. Hurricane Boost Wind Slash bei 40%. Oder wir könnten Ready Edge machen. Das heißt, wenn wir das Schwert wechseln mit Matt, dann kriegen wir einen Buff Attack. In dem Moment. Also nix. Hier haben wir Elementalist, Firebolt, das hier Toxic 20%. Oder der Might Mage. Oder Healer. So, ich werde jetzt ein bisschen ein komisches Ding machen. Area Clear, das ist ein bisschen für Epilepsie. Das kommt aus einem Anime. Und frag mich jetzt nicht, welchen. Shit. Hier ist der Anime-Mann. Ach man, da ist, vielleicht kennt ihr euch damit so ein bisschen aus. Es ist, oh, ich krieg den Namen nicht mehr hin. Tsuna Awakens heißt der Song. Ich glaube, der Anime heißt auch Tsuna Awakens. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wir können hier den Beholder machen. Wir machen erstmal hier den Bot. Der verbraucht doch Mana. Das ist das Schöne dabei. So. It touched me. So. Und ja, ich habe hier gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen von. Kann ich gerade nicht drauf reagieren. Das ist ein bisschen doof. Genau. Wenn wir jetzt hier Half Damage Shaken absorbs MP from Magic Attacks. Wohlgemerkt von Magic Attacks. Und das war ziemlich dämlich von mir, weil ich außersehen gedrückt habe. I am cute! Ja, Ned, das bist du. Wir finden dich alle ziemlich idiotisch. So, und die Buffs, die gehen auch nicht, soweit ich weiß.
Doch, das ist der Song. Doch. Da, seht ihr, Mana. Nein, das war der Song nicht. Ich blaber doch wieder. Nein, nein, den Song, den ich meine, ist was anderes. Der kommt später. Der kommt später, der Song. Ah ja, und wir müssen unseren Special mal irgendwann nutzen, wenn wir normal angreifen müssen. Es ist nicht der Song, also bevor man da jetzt reintippt. Der kommt aber noch. Das weiß ich durch Zufall. Und ich finde diesen so geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Versuchen wir es mal mit Pulsar. Ja, das war gut. Die hat halt einen Damage-Buff bekommen. Und wir haben Gift. Das ist ein bisschen doof. Windslash sollte reichen. GG. Und die Buffs bleiben halt, das Regen bleibt. Und wir haben... ein paar Sachen, die wir... So, also wir können hier sonst gehen. Und zwar jetzt kriegen wir plus 8 drauf. Also wir können einen Wert wählen, der plus 10 erst bekommt. Oder plus 8. Und wir natürlich, natürlich. Ne? So, und Frage ist, Mana Leech brauche ich nicht, ich brauche einen Counter. Area clear! So, und jetzt sind die Buffs weg. Und jetzt, you shall not pass. Und wir haben immer noch die Buffs. Also, ne? Also, die bleiben. Das heißt, wir müssen damit arbeiten, die ganze Zeit. Oder wir purifyen uns. Target Buff Player, wir haben halt nur zwei. Oder, ne, also, ihren können wir noch nicht freischalten. Dann will ich jetzt mal den Scan Bunny machen. Die Zeit können wir. Da haben wir den Guardian. Elite Sentinel. Plus 100 Whiff Shield. Whiff Shield. Weak Bomb Poison. Immunität. Das ist ein bisschen schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, du bist ein großer Macker. Ja, du bist ein großer. Du bist ein ganz großer. Let's destroy his arm first. Ja, wir werden seine Ärmchen erst zerstören. Müssen wir auch, weil sonst haben wir ein kleines Problem. Das große Problem ist, haben wir jetzt schon. Ich muss echt. Qualität low ist total okay. Gott, bitte an. So. So. Gut, Matt, der stirbt. Ich hätte das Bloodblade ausrüsten. Ich muss das Bloodblade ausrüsten. So, Vimichi, das fein. Jetzt wisst ihr aus dem dritten Teil, wer das gesagt hat. Und zwar nämlich sie. Revive. Bitte mal aufstehen. Danke. Runner draußen jetzt. Ich bin am Zocken. Und wir wollen das. Das Problem ist, nicht das. Wir haben ein paar Sachen. Ja, also. Aber wir haben keinen. Pop in my belt. So, okay, das ist super. Das ist sehr schön. Mache erst das hier. Bam! Super guter Heal, guter Dings und jetzt voll in die Fresse gehen. Fighter Power! Ich hätte das Schwert wechseln wollen. So. Gotta be the way to stop his recovery. Ja. Wir müssen halt jetzt erstmal die Ärmchen da wegmachen. Und das Spiel war halt ein bisschen so. Die Hilfe für den dritten Teil, weil man hier halt viel Information bekommen hat, was macht. Was halt total cool war. Slime Bunny, immer Slime Bunny ist wichtig. Weil
kostenloser Heal, gleich am Anfang. Ja. Die Stunt macht nichts, denn ich brauche auch nur erstmal einen Windslash. Dann ist ja das RMP mich kaputt. Und wir countern ja so ein bisschen mit ab und an mit ein bisschen Damage. Außerdings geht halt alles nicht weg, außer ein paar bestimmte Zustände. Und das Problem ist, das große Problem ist, dass wir jetzt überlegen müssen, was wir machen. Ich werde hier More benutzen, also hier Muster More Game. Und ich werde nebenbei mal tickern müssen. So, ich werde das Schwert wechseln, und zwar zum Bloodblade. Es ist, geht einfach nur, weil das Bloodblade ist einfach wichtig. Und mal eben ganz kurz hier noch ein bisschen Damage raushauen. So, es ist das Ding alleine. Wir können das Ding jetzt verprügeln. Das werden wir auch tun. Mit einem Legend. Und dann werden wir natürlich defendieren. Okay. Es ist also irgendwie. Entweder stelle ich mich gerade ziemlich dämlich an. Was ich mir halt auch vorstellen könnte. Defend. Ich brauche Mana. Wäre ganz geil mal. Hallo, Mana! Ja, das ist. Also mit dem Bloodblade ist das einzigste Schwert, was, wo wir uns wirklich damit perfekt über Wasser halten können. Lange Zeit. Also wirklich sehr lange über Wasser halten können. Ich muss nur das Schild eben kaputt machen. So, und natürlich du wieder. Bitte mal deffen, bitte mal Mana kriegen. Mana! Wow, ich krieg schon wieder eine Nachricht. Ja, dann gibt es mal einen richtig Massive Heal. Ja, und sie darf wieder nur eins machen, wie es halt gut ist. Verteidige dich. Ah, na. Ich brauche Mana. Also wäre mal ganz geil, wenn du mir Magic Attack in die Fresse wirfst. Das Ding ist halt, mit dem Bloodblade sind wir halt total healig unterwegs, permanent. So, sie ist stunned, das macht mir rein gar nicht. Da gibt es ein bisschen auf die Schnauze. Und das müssen wir auch. Leider Gottes, es hört sich dem nicht an, aber wir sollten das Bloodblade beibehalten. Gut, danke. Also weiter behalten, also die ganze Zeit ausgerüstet lassen, weil es ist doch schon ziemlich. Achso, doch, der Regenbonus geht immer weg. Anscheinend. Slime Bunny! So. Huppa! Alter, voll in deine Schnauze. Ja, du holst es jetzt Reh. Das war, also das Problem. Das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja nur auf Dings gehen. Darum kriegt der jetzt auch einen Thunderbolt in die Schnauze. Denn Thunder ist der Tod für dieses Viech. Wir können uns wunderbar damit über Wasser halten. Wenn wir keinen Stun-Up kriegen, guckt euch das an. Er macht weniger Schaden, als wir uns heilen. Also er macht so viel Schaden, dass wir uns aber heilen gehen. Das ist wunderbar. Wunderbar. Und wir holen uns die ganze Zeit schön Dings dazu. Stun, please. Nein. Nein. Nein! Oh, Alter. Ey, lass die Frau in Ruhe, Mann. Lass die Frau in Ruhe, sonst gibt's richtig auf die Schnauze. So, und wie Magic? Ach komm, weißt du was? Scheiß drauf. Kann man gar nicht. Stop staring now. Und ich meine, guck mal, ich heile mich so gut gegen. Also das Video ist umgekehrt.
Looks like he needs more RAM. Ja, den Spruch kennen wir auch schon. So, es war schon ein bisschen hart. Swordsman boost Standard Attack. Cleaver boost the power of certain Ultimate Attack bei 40%. Und Magic Counter, dann die Defensive und die Defensive einmal komplett. Hier gibt es keinen Shop oder sonstiges Checkpoint. Doch, gibt es, natürlich. Irgendwie gibt es hier. And also our heroes, bla bla bla. Das, den kennen wir. With the Sky. Und jetzt haben wir Minigame. Jetzt mitten im Spiel, Alter. Move right, aerial attack, range attack. Ja, das ist ein geiles Bild. Go shopping, wir können jetzt so richtig random, Alter. So, das und natürlich die hier. Nur wir haben nicht viel Kohle. Leider. Das heißt, wir müssen gucken, was wir machen. Ja. Also wir müssen jetzt erstmal wieder, also jetzt bauen wir das Ganze mal auf. Das war Ion. Damage to the Party 2, by the way. Also Ion war damals noch ein All-Hit, wirklich All-Hit. Und jetzt muss ich wieder was erklären. Nebenbei, weil ich habe noch einen Aufnahmetermin heute. Und die muss ich gleich noch die muss ich nachher noch wahrnehmen. Und da musste ich gerade noch was klären. Also heute habe ich hier reine Aufnahme. Ich habe Epic Battle Fantasy 3 durchgespielt. Und. Also ich habe hier richtig losgelegt. Heute. Das ist heute wieder ab der nächsten Zeit mal wieder richtig viel Videos kommen. Normale Videos kommen. Und nicht immer so durcheinander. Eigentlich wollte ich auch noch mit dem lieben Shadow aufnehmen, aber. Der ist ja, reagiert halt wieder mal nicht. Wie man so Leute kennt. Ist nicht böse gemeint, wie man die Leute halt kennt. Darum. Oh, God of Water of Life. Lul? So, was machen wir denn hier? Eigentlich sollte ich das Schwert wechseln zu. Fire, Ice, Windslash, ja komm, Swish, ist okay. Bei dem Boss und so, da wird das so gefordert ein bisschen. Nein, oh Gott, egal. Ist okay, die haben Silence drin. Hört sich ein bisschen unfair an, ist aber okay. Oh, it's all sticky, bitte was? Nein, oh Mann, was ist denn los mit mir? Ich klicke jetzt gerade Silber 1 Aiming, Alter. Pulsar kostet viel, ist aber stark, das Ding. Sehr stark. Und mein Energy ist da. So. Windslash. Nach dem Gebiet kommt das andere Gebiet, was ich jetzt denke, was ist das Richtige ist. Wo die schöne Musik kommt. So, jetzt haben wir hier den nächsten neuen Mob. Der kriegt erstmal richtig die Schnauze. Und der hält aus. Der ist sehr bulky. Darum gibt es ein bisschen Beholder-Action. Und wir können ziemlich unfair reagieren. Oh, schön. Die Defensive runtergesetzt. Nevermind. Die Defensive runtergesetzt. Naja, nicht ganz, wa? Nicht ganz, Kinas. Nicht ganz. Na gut. Dann machen wir ihn erstmal jetzt komplett Döner. Also die anderen Döner. Und, also down. Nicht wundern, ich sag das öfter mal Döner. Kaputt oder irgendwas. Ein Döner ist alles.
Döner ist immer alles. Also, mache ich Döner, hau ich kaputt. Je nachdem, wie man es will. Boom, Headshot. Voll out of context. Boom, Headshot. So komplett keinen Sinn, Matt. Alter, es boostet sich und es boostet sich. Dieser Boosted Animal. Okay, Eruption. Wir haben halt den Vorteil, dass wir halt immer schön in Ruhe Mana gain können, einfach durch unser Runic Sword. Und darum, das ist voll easy dadurch und wir haben damit nicht so das Problem. You are too slow, bro. Ja, jetzt allerdings wird's ein bisschen asso. Eis und Feuer. Das ist ziemlich asso. Darum muss ich mir jetzt was überlegen und ich werde ganz stumpf Order Attack Keon und du kannst nicht dran rumspielen. Und nochmal ein Eisberg. 28.000 Schaden, das ist guter Schaden, das ist solider Schaden. Und den klappen wir noch ein bisschen drauf. Und bitte Counter nochmal. Nö. Ich glaube, der countert auch nur einmal each round. Nein. Eruption, bitte. Erstmal ihn hier. Weil sie kann ihn hier jetzt Glacier mal eben kurz wegdönern. Obwohl ihre Mana halt wichtiger ist als das. Komm, hau zu. Okay, ich werde das Bloodblade wieder ausrüsten. Es ist zwar ein bisschen schwächer, wir machen weniger Schaden. Aber wir machen an sich weniger Schaden. Wir sind aber bulky unterwegs und das ist Sinn der Sache. Wir sollten immer bulky unterwegs sein. Da hauen wir zu, da heilen wir uns voll. Und da wir nur eine maximale Anzahl an Lebenspunkte haben können, das sind 999, wird es keinen Angriff geben, der da drüber geht. Also es wird schon was geben, aber wenig, meine ich. So, wir haben links Swordsman, Standard Attack, Eagle Eye, Boost Evade und so. Und dann im Elemental ist 2, Wizard Tree, was viel besser ist. Magic Attack, Attack. Obwohl, Magic Attack und let's go, weiter geht's. Area clear, hier wieder Epilepsy. Und wir sind Epic Battle Fantasy 2. Somit haben wir auch den. Yeah, das ist ja sehr geil. Order. Summon Scanboard, bitte ihn mal einmal scannen. Denn ich scanne immer nur bestimmte Mobs. Yo, 250.000. Okay, das ist. Achso, es wird uns nicht die ganze Zeit angezeigt. Also, wer jetzt drauf denkt, das wird schon angezeigt, da ist nichts mit Anzeigen, nein. Da geht nichts mit Anzeigen. Da kriegen wir auch nie die Schnauze. Was wir jetzt hier mal machen, ist defenden. So. Summon. Slime Bunny. Erstmal, wenn wir standardmäßig den Slime Bunny rausholen. Das hört sich falsch an. Oh! Und der Element ist für Sky. Momentan, also das kann ich dir jetzt so sagen, Matt, ist er Arschloch. Element. Ist Element Arschloch. Ist es neu? Ist es komplett neu? Aber es ist cool. So. Ouch. Your damage is weak. 4K Schaden. Your damage is weak.
Sure. So, klappen wir das kaputt. Es ist ein Boss. So einfach ist es. Es ist ein Boss, den wir gerade bekämpfen. Und darum. So, so, YOLO. So, ganz normal, ey. Nein, das ist ein Boss. Mir fühlt, es fühlt sich gerade so an. So, hm, ja. Schön. Bin ich realisiert, warte mal, der kann Verbündete holen. Der ist ein Boss. Ups. Oh, der kann das Element wechseln. Ich glaube, das machen Bosse nicht. Nee, nee. Nein, nein. Nein, Bosse wechseln nie das Element. Also ist es kein Boss. So, darum lasse ich dieses letzte Viech da am Leben. Weil sonst habe ich hier richtig Probleme. Oder ich versuche es am Leben zu lassen. Als ob. Hier, boah. So, auf die... Bin ich? Scheiße in der Birne? Ich setze Eis gegen ihn ein. Bei ihm war ja auch Feuer. Ihn darfst du gerne verprügeln, Matt. Also es war schon alles richtig, was ich gemacht habe. Tactics, Defend, bitte. Nein, ihr ihn. Oh ja, ja, Mana, Mana. Nope. Ach doch, doch, Lucky Star, doch. Schon richtig. Alles gut, alles gut, alles gut. Jetzt hat er sein Element wieder gewechselt auf Feuer. Darum, ihr wisst, was passiert. Defend. So, ich muss hier gerade, sorry, ich muss hier gerade nebenbei tickern. Ich kann mich gerade nicht... komplett auf eine Sache muss ich, muss mich jetzt gerade auf eine, zwei Sachen konzentrieren. Erst dran, es tut mir leid. Oh, defend. Eruption. Eruption. Ich muss auch ab einem gewissen Punkt leider unterbrechen. Also wirklich Pause machen. Und das war der Kampf. Jetzt überlebt das Kackviech auch noch. Boost Eruption, ja. Ja, ist okay. So, okay, okay. Und weiter geht's. Na gut, man schreibt mich zurück. Das ist auch gut. Immer noch nicht das richtige Gebiet. Cheat. Und wir müssen so weit spielen, dass wir bei einem Checkpoint sind. Also jetzt müssen wir leider noch diesen Kampf machen. Und wir haben keine Mana mehr. Ich kann nicht mal einen Slime Bunny callen.
Schön. Schön. Genau, wir kriegen nämlich gar kein Quarters Physical Damage, HS Magic Damage und wir kriegen gar keinen Mana zurück und wir sind blind. Dieser Blindstatus ist eh der geilste, den es gibt. Einfach nur so ein bisschen aufgepimmelt. Sorry, aber ist so. Das Runeblade. Und The Magic, the Heal More, bitte. Und da sieht man, es verblasst langsam. Das heißt, wir können es mal versuchen, dem Dicken da aufzukloppen. Warte. So, jetzt bin ich für euch da, Mädels. Gleich. Sorry. Wow, 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 wow. Posa. So. Iceberg, fall in die Schnauze, Mann. So, ja. Ich muss dir eben was klären. Sorry. Hört mich mir nicht wieder vor. Ja, nice, Mädels. Gut. So. Aber jetzt bin ich nur für euch da. So. Das Problem ist, wir haben jetzt ein großes Problem. Und das ist nämlich folgendes. Wir müssen die Order wechseln. Die Order. Die Order. Und die Order sagt gerade. Scheiße. Ja, wir haben ein Problem. Ein riesen Problem. Und darum muss ich jetzt einmal bitte drainen. Und hoffen. Na gut, ich bin tot. Und Matt ist tot. No, not the time for sleeping. Also Matt ist, ja. Ja gut, das ist gar nicht knapp oder so, Alter. Ja gut, ja gut. Ich kann dann hier auch gleich eine Unterbrechung machen. Weil, ne? Ich bin tot. Also, oder auch nicht. Also, ich versuch's jetzt gerade so. Aber was mache ich denn? Ich kann doch einfach hier. Hier. Revive. Kippe ich einfach so alle. Kippen sie einfach alle so um. So. Ja, die YOLO-Maschine. Item. Warte. Buff-Player. Hier. Heilen, heilen, bitte am Leben bleiben, danke. Gib's einfach beide was um, Alter. Er ist mit 81 Leben, Alter. Am Start, Alter. Scheiße, Alter. Scheiße, Alter. Das war knapp. Und das liebe ich so sehr an solchen Games. Auf einmal sitzt du da. So, Special. Iceberg, Schnauze jetzt. Bam. Next. Don't wanna know what's attached. Okay. So, ich glaube, ich habe genug Mana. Posar. Sorry, ich lach halt voll grad hart ins Mikrofon. Aber wie geil ist das denn, Alter? Stehen die beiden da kurz vorm Tod, Alter. Genauso wie jetzt. Ich bin stunned. Das ist ziemlich bitter. Weil ich eigentlich das Schwert wechseln muss. Ja? Und das heißt also, dass Matt jetzt gleich wieder tot ist. Oder auch nicht, weil ich das Schwert gewechselt habe. Ha!
Ja, das Bloodblade ist halt einfach, es ist halt einfach das Beste. Man muss es einfach sagen. Es ist nicht das stärkste, aber das stabilste Schwert davon, weil wir halt einfach auch, ich bin so blöd, weil wir halt einfach damit Sustains können. Wir sind ziemlich strong, sehr defensiv, sehr bulky, weil wir countern und uns heilen nebenbei gleichzeitig. So, er, gut, sie jetzt nicht, sie ist ein bisschen kleiner dafür, aber sie macht trotzdem Schaden. Ja. Und sie macht eine Sache nur, und zwar Heil Regen hier reinwerfen und sich freuen. So, mehr macht sie nicht. Und so mehr sollte sie auch nicht machen. Sie ist halt leider Gottes ein Heal. Man kann dann Damage machen, so ist es nicht. So, Counter 2, more often die Sniper. Astrologe, weil ich die Skill. Es basiert immer auf den Skill, den ich, also wie oft ich den Skill immer benutze. So. Und ich benutze die Skills relativ oft. So. Hi. Oh, Chris ist hideous. Yo. Das ist ein Boss. Oder? Ja. Es ist ein Boss und ihr wisst, wie wir bei Bossen arbeiten. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie war der? Judgment. Das Ding hat nicht Heiligschwäche. Nein, hat es nicht. Achso, und hier heilt Judgment. Judgment heilt. Das überlegt euch mal. Das überlegt euch mal. Judgment heilt. Brain mal. Mindfuck. Weil das ist total gut. Es ist total Bombe. Also nach dem Boss mache ich eine Aufnahmepause, aber. Also eigentlich spielt man sowas immer an einem Tick durch. Aber. Ich kann gerade nicht, weil. Ich bin ziemlich abgelenkt von allen Seiten ein bisschen. Das heißt also, wenn ich die nächsten, wenn ich den nächsten Checkpoint habe, mache ich Pause. Ja. Oh Gott. Order. Demenschlich. Purify. Mache ich halt Pause und mach halt einen Stunden später oder so weiter. Ich krieg auch noch Besuch, das ist ein bisschen blöde. Ach geil! Go back to the kitchen! Los, geh wieder zurück in die Küche, Mädel. Water of Life hier. Dass man da nicht dran spielen kann, Alter. Das war da echt erst im dritten Teil eingefügt. So. Das Wichtigste ist, dass wir wieder den Slime Bunny holen, weil da der Zustand ist ja jetzt weg. Also Regen ist weg. Und sie ist blind. Aber nur sie, nicht er. So, und... Scheiße. Ja, komm, den Scanbot. Ich mache einmal den Scanbot. Den Scanbot. Wir scannen mal Bonn. Giant Mutant. Film. Das klar spielen. Ich glaube, ich habe damals auch auf einfach gespielt. Das war ein bisschen einfacher. Was die Aussage hinter einfach ist. Aber. Scheiß drauf. Es ist ja eigentlich nur taktisch denken. So. Mehr ist es ja auch nicht. So. Beziehungsweise klopp den Boss zuerst down. Das Telefon da. Und also es ist halt nur stumpf. Hier komm, denk drüber nach, welche Runde es ist, das gut. So. weiter geht's. Ich lass mich jetzt mal nicht ablenken mehr. Ich gucke vielleicht gleich noch ein einziges Mal rauf und dann muss ich leider sagen,
muss ich mich hier mal drauf konzentrieren. Und wie gesagt, ich mache gleich eine kleine Pause. Eine kleine, so eine Stunde. Insgesamt voll. Oder ich mache gleich eine Pause nach diesem Kampf. Aua, kannst du mal aufhören, mein Mädel die ganze Zeit zu töten? Kannst du das mal bitte latten? Das geht gar nicht. Also das ist ja eine bodenlose Frechheit hier jetzt gerade. Immer auf das Mädel. Gut, dass man nicht reagiert. So. Tactics Order. Attack. Holy Power of Kion. Hier Kion einfügen. Das ist voll auf die Schnauze, Alter. 19k Damage mit einem normalen Hit, Alter. Fast full heal. Aber der macht gut Schaden und das ist geil. Und jetzt ist das Ding gleich tot. Ja, dieser Slow Motion Effekt. Jetzt immer mal. Jetzt immer sehr cool sein, wirken soll. Das mache ich alles mit Absicht, nur um Coolness zu erzeugen. Nein, Bullshit. Es ist, weiß ich nicht, einfach nur ein bisschen doof heute. Ich meine, ich habe gestern, für mich ist es gestern, für euch ist es schon ein paar Tage her, habe ich mit Dings angefangen, mit Epic Battle Fantasy 3. Also bei mir war es ein Freitag, heute ist ein Samstag. Und wird mit ED geschrieben, Matt. Aber das hast du ja später verbessert. Jedenfalls habe ich morgens angefangen, dann war ich arbeiten und dann bin ich halt, ja, kam ich abends zurück und ging weiter. Über the Water of Life. Und ja, Engel. Einfach mal. Ne? Sub-Zero. Ja. Survivor. Da ist es. Survivor. 30% Chance, dass man einen Lethal Attack mit einem HP überlebt. Das ist mir alles egal, was kommt. Das ist es. Und genauso wie Angel. Einfach so random Angel bekommen. Checkpoint. Es ist perfekt. 33%, 66%. Wir haben den Sandwurm getötet. Und wir sind gestorben. Wurde ein Angel. Ja, sieht gar nicht aus wie ein von Hammond Revives the Party Chat. Of Wets. So, wir sind wieder. Ja. In einem Dings. Fuck, voll reingesprungen. Das war die schlechteste Runde meines Lebens. Aber wir haben 4000. Das heißt also, insgesamt 4000. Das heißt, wir geben. Also, sie ist auch so der Shopkeeper jetzt. Ja, rüsten auch so auf. Geben noch ein paar Restores Whole Party. Und. Ja. Doch. Ja, ist okay so. Wir können das Ding auch verkaufen. So ist es nicht. Zum Beispiel die hier brauchen wir im Moment ja nicht. Ja. Und die hier auch nicht. Die brauchen wir beide nicht. Dass wir halt sagen, hier und hier. Ready. So. Das ist der Song. Damit gehe ich jetzt aus dieser Folge raus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir haben 66% geschafft. Und ich lasse das noch ein bisschen laufen, weil es einfach der geilste Soundtrack ist. Tsuna Awakens von irgendeinem verdammten Anime. Damit aber sage ich jetzt immer noch tschüss. Das war die erste Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge und dann ist das Spiel durch. Hoffe ich jedenfalls. Ich bin der Meinung, es war ziemlich harsch. Aber okay, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss.